Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 257. Mein Name ist René und an meiner linken Seite der Mann mit Bart, der sich gerne mal Dinge auf Papier abspeichert, der Herr Marvin. Auf jeden Fall. Guten Abend, ihr Insassen. Und auf der rechten Seite der kommende Stern am Weinhimmel, der Herr Basti. Gute. So, und wer jetzt wissen will, wie die beiden Einleitungen zustande kommen, der muss sich die Podcasts der beiden Herren dann auch nochmal anhören. Vor allen Dingen bei dem von Basti die 45 Minuten Hidden Track ganz am Ende. Die waren schon schwere Kost. Heieieiei. Muss da raus. Ich habe ja, wir haben es extra versteckt, damit die Leute es auch bewusst ignorieren können. Es war eher für uns beide Katharsis. Genau, was ich grandios fand, war dein Vergleich am Ende, wo du gebracht hast, irgendwie Budweiser Light. Naja, ihr habt ja auch Kölsch. Also da bin ich vor Lachen bald in Graben gefahren. Das war schon fies. War ja noch, da war es noch lustig. Ja, weniger zu lachen hatten wir am vergangenen Wochenende, als wir nach Berlin reisen durften, um dort zu spielen gegen die Hertha. Wir hatten ja vorher ein bisschen gerätselt, wie die Aufstellung war, und wir haben am Ende oder zu Beginn, nicht am Ende, sondern zu Beginn gespielt mit einer Abwehr bestehend aus Tawata, Oczipka, Hector, Chandler, Varela, davor Hasebe, Bezuschkow und in der Offensive am Anfang Rebic, Gacinovic, Seferovic. Ja, was ich mir so gemerkt habe oder notiert habe, ist, dass das irgendwie alles nicht so richtig schön war. Naja, schön war das definitiv nicht. Ich fand aber, dass der Ansatz zu sagen, wir gehen zurück in die Defensive, schon nicht verkehrt war. Das Problem ist halt einfach, dass wieder nicht jeder so dementsprechend durchgezogen hat, wie man sich es optimal wünschen würde. Mhm. Also ich spreche ganz klar und ganz offen eine Person an, die mir an dem Abend mal wieder überhaupt nicht gefallen hat. Das ist ein Haris Seferovic. Das tut mir einfach leid. Das tut mir auch irgendwo in der Seele weh, denn ich war irgendwie schon mal ein Fan von ihm. Aber was da abläuft über einen gewissen Zeitraum, das ist halt einfach, das ist nicht mehr tragfähig und das ist auch nicht mehr, hat kein Bundesliga-Niveau mehr. Da habe ich mich echt wütend, da war ich echt wütend. Ich muss sagen trotzdem, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit natürlich, die hatten kaum eine Chance offensiv. Aber defensiv standen die einigermaßen okay. Du darfst auch nicht vergessen, was das hier für Umwälzungen waren in der Abwehr. Das ist ja, guck mal, Bezuschkows erste Mal in der Bundesliga von Beginn an. Ja, und Oczipka hat auch eine relativ ungewohnte Position gespielt. Hector ist sowieso nicht der sicherste. Tawata auch eine seiner ersten Spiele für die Frankfurter Eintracht. Und Varela, ja, der quasi aus der Verletzungspause kam. Korrekt, was will man da erwarten? Ja. Ich fand, das war akzeptabel und sie haben es ja zumindest bis zur Halbzeit geschafft, hier in 0-0 sich zu erarbeiten. Mit dem 0-0 wäre ich auf jeden Fall klargekommen, auf jeden Fall, gerade gegen die Berliner, aber was dann halt in der Folgezeit passiert ist, dann noch die zusätzlichen Unkonzentriertheiten, das sind halt Dinger, da müssen wir reden, aber wir müssen auch darüber reden, dass offensiv halt sehr wenig zusammenging. Also die einzige Chance, an die ich mich erinnern konnte, und das war auch zumindest in der Zusammenfassung die einzige, die da wirklich erwähnt wurde, war diese Geschichte in der 29. Minute, wo Seferovic mal einen Anflug von ich spiele Fußball hatte und diesen Ball da auf Rebic durchgestreckt hat, der allein vor dem Schlussmann der Hertha auftauchte und dann halt dem das Ding direkt in die Arme schießt, weil er den Schritt zur Seite nicht macht, ja, und der Keeper halt einfach stehen bleibt. Das Ding geht halt in guten Tagen auch mal rein. War halt einfach kein guter Tag. Ja, aber es ist halt dann doch schon kein gutes, ja, im Endeffekt, ne? Und das sind halt, ist halt ehrlich gesagt nur Symptome im Endeffekt. Und das tut mir leid, aber das fehlt mir einfach. Aber man muss auch sagen, Gacinovic war natürlich auch nicht da. Die Mannschaft war defensiv akzeptabel. Da muss ich sagen, da hat mir Oczipka in der ungewohnten Position gut gefallen. Hasebe ebenso. Und Varela würde ich auch sowieso von jeder Schuld hier freisprechen. Das war sein erstes Spiel nach einer langen Zeit. Der versucht, sich wieder zurückzukämpfen. Alles in Ordnung. Aber alles, was darüber, Bezuschkow natürlich auch nicht so wirklich gut. Aber trotzdem, mir fehlt momentan die Strategie, nach vorne gut zu arbeiten und konsequent Tore zu erzielen. Gegen die Hertha war das schwierig, gerade mit den Offensivproblemen, die wir auch haben, dass wirklich einige fehlen. Aber du merkst, die Eintracht muss sich jetzt langsam erstmal wieder herankämpfen und das wird noch eine Zeit dauern, bis das wieder gut wird. Ja, das ist halt der Punkt, den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angeführt haben. Dir fehlt halt so die kreative Position im Mittelfeld, die dir halt die Torchancen erspielt. Ja? Und wir haben anscheinend auch nicht
den Sturm, und das ist vielleicht der Punkt, wo Basti dann gleich einsteigen kann, wir haben vielleicht auch nicht die Offensivkräfte, die aus den wenigen Chancen, die wir haben, dann halt eben die Tore macht, was sich da ja durchaus gezeigt hat, sondern wir brauchen halt eben die 8, 9, 10 Großchancen, damit halt eine am Ende drin landet. Und das bringt mich zu meinem Punkt von letzter Woche. Ich sehe ein Problem in der Offensive, und zwar ganz gewaltig. Herr Basti. Ja, ich bin immer noch nicht, ich habe ja, das haben mir viele auch, haben mir bei Twitter geschrieben, wie ich das denn wagen könnte, dass ich das nicht so sehe. Ich finde aber, dass der Marvin, was erlaube, ich find, dass der Marvin, dass du und der Marvin, ihr habt in euren Ausführungen trotzdem auch Erklärungen geliefert, die dafür sprechen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Also im Endeffekt, wo ich das größte Problem sehe, ist im Zentrum, im Mittelfeld. Weil die Leute das kreieren vorne, wenn du mit diesen wenigen Männern, die du vorne halt hast, der Marvin hat die Aufstellung aufgezählt, das sind im Endeffekt 7 Defensive. Und du hast diese 3 da vorne, dann spielst du gegen eine Hertha, die sich auch dadurch auszeichnet, dass die auch sehr, sehr gut stehen. Und da bin ich bei Marvin, ich finde, dass die Eintracht in der ersten Halbzeit gut gemacht hat. Gerade aufgrund der Umstände, die geherrscht haben, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja. Dann müssen wir sagen, das Tor ist unglücklich. Das, gut, man hätte vielleicht Elfmeter geben können, dann ist einmal abseits, zweimal abseits. Wenn du halt, dieses Spiel findet vielleicht in einem anderen Multiversum statt, da macht die Eintracht das 1-0. Wie, ihr habt die Chance angesprochen. Und das ist, glaube ich, der einzige Unterschied gerade bei der Eintracht, den ich so ein bisschen anprangere, wo ich aber vielleicht niemanden die Schuld geben würde, sondern es ist meiner Meinung nach, ich habe viele Szenen im Kopf, die in den letzten Spielen, die sind auch Pech. In Leverkusen haben wir das 1-1 auf dem Fuß, das sind aus, glaube ich, aus 5 Metern, wo Leno angeschossen wird. Ja. Dann Rebic macht das eigentlich auch ganz gut. Der geht nochmal ganz kurz diese Seite, dann macht der Torwart es halt auch gut von Hertha. Das hat er super gemacht. Der hat sich nicht verarschen lassen. Der ist einfach stehen geblieben, lange, lange. Das machen auch nicht viele Tormänner. Das stimmt. Und dann, wenn ich dann probiere, das nüchtern zu betrachten, dann muss man überlegen, wir sind ersatzgeschwächt, wir sind die Eintracht. Dann hast du nicht viel mehr Chancen als diese. Und wenn du die machst, dann sieht es besser aus. Hertha hat es dann halt gemacht. Ich fand die Hertha jetzt auch nicht so überragend. Eigentlich war es, ehrlich gesagt, ein grottiges Spiel. Hat auch keiner gesagt, dass es ein gutes Spiel war. Und ja, und Hertha jetzt kommt, und ich sehe es halt so, ich erkläre jetzt nochmal, weil es scheinbar für sehr viel Irritationen auch gesorgt hat da draußen. Erklären Sie sich. Ich sehe das Problem trotzdem. Wenn ich sage, ich sehe kein Offensivproblem, dann meine ich das vom Personal her. Ich meine das vom Personal, dass ich keine Angst habe, wer da vorne ist, weil die, außer Seferovic, und jetzt muss ich da kurzes einhaken, bei Seferovic breche ich langsam auch den Stab. Ich probiere lange, das auszuhalten und zu sagen, Spielern gebe ich auch lange eine Chance, aber bei Seferovic war es das jetzt für mich, gerade nach der Aktion, diese rote Karte. Das war's, den zähle ich auch nicht mehr dazu, aber trotzdem die Leute, die vorne sind, Gacinovic, Rebic, Meier, Gota, und da habe ich trotzdem keine Bauchschmerzen. Und ich finde, wenn wir ein Offensivproblem haben, dann in der Systematik, dass wir sagen, wir hatten so viele defensive Probleme hinten, personell, dass wir so defensiv spielen müssen, dass vorne auch nicht mehr geht, von der Aufstellung her. Das hat es gezeigt. Und wenn du so spielst wie die Eintracht in Berlin, was absolut verständlich ist, weil du kriegst Sicherheit nur durch Defensive, dann ist es für mich A, klar, dass die Offensive ein bisschen leidet, und B, kommt dazu, dass Fabian einfach komplett fehlt. Er ist eigentlich dann derjenige, der die Chancen kreiert. Er ist derjenige, der den Ball trägt und dann irgendwie vorne Situationen schafft. Das können unsere Stürmer da vorne, mit Ausnahme von Rebic, können das alleine scheinbar noch nicht. Aber wenn du dann so spielst, dann musst du halt diesen Ball reinmachen. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Du musst dieses Tor machen. Das ist eigentlich eine hundertprozentige Chance von Rebic. Da musst du halt noch mal ein bisschen weiter nach außen gehen. Und wenn das Ding drin ist, dann kannst du dich dafür belohnen und kannst mit Glück in Berlin gewinnen. Aber vielleicht war es ganz gut, dass nicht mehr drin war. Dass man vorher schon wusste, dass vielleicht nichts mehr drin ist. Auch wenn es während dem Spiel hat es mich dann aufgeregt. Aber jetzt habe ich genug Abstand. Und sagt, mein Gott, die Situation ist scheiße, und was ist das Hauptproblem, was ich sehe, warum ich mich nicht so auf die Offensive einschießen will, ist, dass es meiner Meinung nach dadurch geschuldet ist, dass wir probieren, defensiv krasser zu stehen. Die Offensive darunter leidet, das sehe ich aber nicht, mache ich aber nicht an den Personen fest vorne. Und das allergrößte Problem, was die Eintracht hat, was man krass merkt, ist, dass Fabian fehlt. Und das ist für mich aktuell das Allerschlimmste, dass wir das nicht behoben haben im Maschinenraum, weil dort geht gar nichts. Weil Besuschkow, was willst du von ihm erwarten? Hasebe hat als Libero auch besser funktioniert. Ich sehe es halt trotzdem so, dass das ist für mich der Faktor, der momentan am schlimmsten wiegt, dass Fabian nicht da ist.
Aber also wir fallen natürlich jetzt auf die Schwächen wieder zurück, die teilweise auch schon prognostiziert wurden. Ich meine, man muss sagen, dass wir in der Hinserie einen absolut herausragenden Lauf hatten, den wir zum Teil noch über den Winter retten konnten. Und wir haben aber, muss man schon sagen. Da hatten wir aber in den Spielen, Marvin, ganz, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ganz kurzer Einwurf, da hatten wir auch so Spiele wie gegen Hertha oder Leverkusen, wo wir aber das Tor gemacht haben. Ja, genau das. Und wenn diese Spiele so gelaufen wären, dann wären die Spiele, die jetzt kommen, vielleicht bekannter vorgekommen. Weil die stellt trotzdem die These auf. Du kannst trotzdem diese drei verlorenen Spiele, jedes einzelne davon kannst du, wenn du Glück hast, gewinnen. Du machst gegen Ingolstadt den Ausgleich per Elfmeter, dann weißt du nicht, was passiert. Du kannst in Leverkusen, hast auch zwei Riesenchancen gehabt. Und du hast in Berlin auch die Chance zur Führung gehabt. Ich sag's nur, ich will gar nicht schön reden. Ich will nur sagen, dass wir vielleicht in der Hinrunde auch an gewissen Stellen echt viel Suff hatten. Mhm. Wir gewinnen so in Bremen, wo wir eiskalt sind. Barkok macht dann 19 Minuten das Tor. Ja. Und dann gewinnst du. Sorry, Marvin, das wollte ich nur kurz sagen. Ja, nee, aber das ist ja vollkommen richtig. Das ist ja gut, dass du eingehakt hast, weil das baut ganz stringent darauf auf, was ich sagen wollte. Denn in der Hinrunde hattest du in gewissen Situationen dir das Glück ein bisschen mehr erarbeitet. Das ist jetzt leider ein bisschen aufgebraucht und wir müssen jetzt erneut sehen, mit ganz kühlem Kopf, dass wir uns dieses Glück langsam und sicher auch wieder erarbeiten und Tore erzwingen. Leider mit mehr Nachteilen als in der Vorsaison beziehungsweise in der Hinserie, denn da haben wir ein anderes Spielerpersonal gehabt. Da war Fabian war fit, da waren Huschti fit. Das sind zwei Spieler, die jetzt fehlen und wir müssen jetzt sehen, dass wir mit einem veränderten System langsam wieder ins Laufen kommen. Mhm. Das heißt aber natürlich auch, dass wir gleichzeitig auch akzeptieren müssen, dass diese Position, die wir noch vor drei Wochen hatten, einfach nicht dauerhaft halten können. Das heißt, wir müssen auch unsererseits die Ansprüche einen Tick weit runterfahren und sehen, dass eine Niederlage gegen die Hertha normal ist, akzeptabel ist und die Mannschaft auch hier nicht auseinandergefallen ist. Das Einzige, was ich hier zu kritisieren habe, wirklich zu kritisieren habe, ist das Verhalten einzelner Spieler und da kann ich Seferovic eigentlich nur nicht herausnehmen, denn er hat dazu beigetragen, dass es der Mannschaft nochmal ein Stück weit schlechter ging, dass die zusätzlich belastet wurde. Und das ist etwas, das in so einer Situation, wir können froh sein, dass wir dementsprechend einen Punktepolster haben, was uns nicht ganz so dramatisch macht, aber das ist in so einer Situation absolut nachteilig und da fallen solche Dinge natürlich auf jeden Fall auf. Das darf nicht mehr passieren. Für mich ist Seferovic jedenfalls, egal wie es kommt, so weit weg von der Mannschaft, wie es noch nie zuvor war. Vielleicht nochmal, um die ganze Szene da nochmal reinzunehmen. Wir haben die Situation, es ist ein Eckball. Der Ball wird von uns ins Aus geköpft. Die Spieler laufen eigentlich alle wieder zurück in Richtung Mittelkreis. Und in dem Moment haut Seferovic mit dem linken Arm nach hinten, trifft den Gegenspieler im Gesicht. Eine klare Tätigkeit. Der Schiedsrichterassistent zeigt auf und Seferovic kriegt glatt die rote Karte. Wir hatten ja in den Spielen davor schon bemängelt, dass wir gesagt haben, naja, warum ist er denn eigentlich noch auf dem Platz? Weil wahrscheinlich ist er ja eh weg und hat ja auch so dieses Leistungstief. Wir haben ja dann vermutet, dass Kovac ihm immer wieder quasi dieses Zugeständnis macht. Und ich war ja letzte Woche schon so ein bisschen der Meinung, dass er das eigentlich nicht mehr braucht, aber für mich ist er jetzt auch quasi spätestens nach dieser Aktion unten durch, weil A ist er im Leistungstief und B schadet er der Mannschaft damit mehr, als dass er ihr hilft. Zum einen, weil er sie zusätzlich unter Druck setzt und weil er uns dann zusätzlich auch noch wahrscheinlich Geld kostet. Ja, es zeigt halt, wir haben absolut ein fragiles Gebilde. Ja, wir haben momentan das Gebilde, was vor der Saison klar war, dass das nicht auf Sand gebaut ist, das ist aber auf einfach einem wackeligen Gerüst gebaut. Und wir haben uns jetzt so weit über das Niveau gebracht, allein punktetechnisch, dass wir jetzt ja in einer guten Position sind, was absolut jetzt schon eine herausragende Leistung für diese Mannschaft, die da auf dem Platz steht, ist. Das hätte ja davor keiner so zugetraut, diese Punkteausbeute nach diesen wenigen Spielen. Mhm. Aber wir haben jetzt diesen Setback und jetzt müssen wir langsam versuchen, dass die Rädchen wieder ineinander greifen. Das ist schwierig und jeder hat sich natürlich auch schon mit dem Gedanken, ich sage ich mal, nicht angefreundet, aber hat natürlich damit geflirtet, oh, wie wäre das, Europacup, Champions League, so mal so leicht, ne, nicht ernsthaft, aber das ist natürlich, und das gehört auch dazu, man muss ja ein bisschen träumen, aber jetzt werden wir halt ein bisschen auf die Realität, beziehungsweise in die Realität zurückgeholt, das tut natürlich weh, aber die Mannschaft kommt da raus, gerade auch mit Kovac, ganz klar, wir haben jetzt eine Niederlagenserie, es war klar, dass die irgendwann kommt, wichtig ist allerdings, dass jetzt jeder dieser Spieler weiß, dass es nur mit harter Arbeit wieder zurückzuführen ist.
auf einer Siegerstraße. Und das sind halt so, da kannst du solche Einzelaktionen wie von Seferovic einfach nicht gebrauchen. Ja, ich finde auch, was der Marvin sagt, richtig. Eigentlich kommt es jetzt erst drauf an, was jetzt passiert. Das Spiel jetzt gegen Freiburg finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es ganz wichtig, weil du hast jetzt mal in die Schnauze gekriegt, du hast jetzt das Glück nicht gehabt und warst vielleicht an der einen oder anderen Stelle, hast du die letzten Prozentpunkte, die dich in der Hinrunde stark gemacht haben, hast du jetzt nachgelassen, weil die Mannschaft natürlich auch auf dem Zahnfleisch geht, weil der Kader eng ist. Aber was jetzt passiert gegen Freiburg, ist für mich ziemlich wichtig, also zu sehen. Klar kann die Eintracht auch wieder unglücklich verlieren, aber dann soll es unglücklich sein. Und die Eintracht, wenn die gut gespielt hat, dann ist es zwar echt ärgerlich, aber dann ist es so. Aber was die Eintracht jetzt liefert, mit diesem Bewusstsein zu sagen, okay, kurz mal geschüttelt, Leute, jetzt können wir mal gucken, worauf wir Bock haben. Und das ist von echt wichtiger Bedeutung, was jetzt passiert, weil wenn die Eintracht jetzt wieder die Eintracht wird, die wir alle kennen, wo die das jetzt einfach verschlubbern, davor habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Auch wenn ich Kovac noch vertraue, aber ich habe trotzdem diese Angst, weil ich dann denken würde, oje, also ich habe gegen Hertha schon teilweise wirklich wieder so diesen kleinen Hass in mir gehabt, sozusagen. Geh mir da nicht auf den Sack, Alter. Ich bin schon wieder auf die Eintracht reingefallen. So in der Art. Ja, so von ja, wegen, ja. Ich habe schon wieder alles probiert, schön zu reden und bla bla. Und am Ende des Tages fucken die es trotzdem ab. Und das müssen wir uns ins Auge sehen. Das kann auch passieren. Der hat keine gegen Freiburg verlieren, dann verlierst du in München. Dann geht es in die Spirale, die nach oben gegangen ist in der Runde, kann dann auch direkt nach unten gehen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber davon bin ich auch noch entfernt. Also ich bin da noch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon noch entfernt. Ich bin den meisten Spielern gegenüber positiv eingestellt. Es gibt keinen, wo ich sage, jetzt nimm den endlich raus, außer Seferovic. Das habe ich aber vor seiner roten Karte mir schon gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass er ihn stellt, ehrlich gesagt. Diese Nummer gegen Ingolstadt, dieses unmotivierte Gebolze, was er da gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, nee, dann lass es. Davon, wir haben auch keinen Gain davon, wenn er jetzt noch ein paar Spiele für uns macht, weil wir behalten ihn eh nicht. Der soll weg. Also der soll, den kannst du mal einwechseln, wenn da kein anderer da ist. Die rote Karte hat es im Endeffekt bestätigt und ihn will ich jetzt auch erstmal nicht mehr sehen, der soll mich in Ruhe lassen. Und ich würde jetzt, was ich momentan nicht verstehe und am Anfang der Hinrunde haben wir gesagt, Kovac trifft viele, viele richtige Personalentscheidungen. Jetzt hat er meiner Meinung nach noch ein, zwei Fallschirme gemacht. Also das war, wo er Hasebe da ins defensive Mittelfeld einmal wieder geholt hat, was nicht gar nicht funktioniert hat. Und die, was ich ein bisschen komisch gerade finde, ist, dass Hürgota bisschen außen vor scheint. Und das stört mich ein bisschen, weil er ja auch uns gehört und er hat auch gute Ansätze gezeigt und er ist, glaube ich, ein Spieler, der braucht auch Spielpraxis. Ja, nicht nur das, aber auch wenn du halt gerade eben bemängelst, dass du im Mittelfeld niemanden hast, der halt auch mal irgendwie Bälle verteilen kann. Regota ist für mich halt schon ein Spieler, der das kann. Also Seferovic kannst du bringen, um vielleicht mal irgendwie einen Ball zu behaupten, aber das kann Regota auch und er kann auch die Bälle durchaus verteilen. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht so. Ich sehe ihn nicht als Mittelfeldspieler. Nicht als Mittelfeldspieler, aber dass du halt eben dann vorne wirklich im Sturm jemanden hast, der auch mal Bälle verteilen kann. Ja. Ich sehe ihn, das stimmt. Ich sehe ihn allein aus der Perspektive, dass das ein Spieler ist, der uns gehört, wie der Basti gerade gesagt hat. Und allein das schon ein Argument ist, ihn jetzt öfter zu stellen, gerade auch für Seferovic. Denn Regota, je mehr Spiele er macht, desto besser wird er auch. Da bin ich fest von überzeugt. Der braucht Selbstvertrauen, aber es gibt jetzt auch keine Begründungsmöglichkeiten mehr zu sagen, Regota, du spielst nicht, außer wenn er total schlecht ist, okay. Oder eine wirklich schlechte Trainingsleistung zeigt. Das wissen wir natürlich nicht dementsprechend. Okay, aber wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir jetzt zumindest zwischen Regota und Meier immer mehr rotieren und dann muss es da auch, da gibt es auch nichts mehr, denn wir müssen jetzt sehen, dass wir auch das Offensivlaufwerk wieder in Gang setzen und da stellt sich halt die Frage, wie schaffen wir das jetzt, denn es ist natürlich jetzt eine geänderte Taktik, eine wesentlich defensivere, wie können wir jetzt gefährlich vors Tor, denn das ist natürlich ein Problem in der Rückrunde, das haben wir wesentlich zu selten geschafft. Ich sehe trotzdem positive Aspekte, ich sehe trotzdem positiv, dass Varela wieder da ist, dass der uns auf mittelfristige Sicht wirklich helfen kann, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, aber halt eher im defensiven Bereich. Dani Blum müssen wir jetzt mal abwarten, hat jetzt ein Tor gemacht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber diese Leute müssen jetzt einfach mal konstanter werden, auch ein Barkok bekommt immer mehr Spielzeit, der muss aber auch konstanter werden, ansonsten müssen wir weiter rotieren, bis es irgendwann halt klappt.
Aber ein Gacinovic muss auch langsam mal wieder bessere Spiele machen. Der muss auch aus seinem Tief hochkommen. Das sind jetzt halt einfach viele Rädchen, die nicht ineinander greifen. Aber das schaffst du auch nur durch Kontinuität, ehrlich gesagt. Deswegen ist es falsch, ja, was ich eben gesagt habe, dass du rotierst. Ja. Sondern du musst eigentlich eine Mannschaft erstmal zusammenlassen, musst der Vertrauen schenken. Und dann wird es auch ineinander greifen. Denn wenn die keine Spielpraxis haben miteinander, können die Abläufe auch nicht dementsprechend so gut funktionieren. Da hätte ich jetzt auch eingehakt. Ich hätte nämlich genau das gesagt, wo du dir gerade jetzt selber aufgeklärt hast. Das hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, dass mir wichtig wäre, dass die meisten Spieler weiterspielen. Gacinovic mag momentan echt nicht in Topform sein, aber er ist einer der Spieler, der uns gehört. Er ist jung, da hat immer Moment drin und ihn würde ich jetzt durchschleppen, ehrlich gesagt. Bis er sich selber ein bisschen freispielt. Rebic würde für mich jetzt auch absoluter Stammspieler sein, weil er für mich trotzdem immer, auch gegen Ingolstadt hat, zeigt er mir eigentlich, richtig, dass er immer... Du hast bei ihm immer das Gefühl, bei ihm geht was. Der ist manchmal unmotiviert, macht auch manchmal ein bisschen unglückliche Fouls. Aber so einen Spieler habe ich mir eigentlich hier bei der Eintracht gewünscht. Wenn ich mir ihn angucke, das ist eigentlich so dieser Halbassi, den ich mir immer gewünscht habe. Der kommt rein, der lässt sich nichts gefallen, der hat eine gute Technik, der ist schnell. Und was bei ihm halt noch fehlt, ist so dieses Zutrauen zu sagen, okay, die Dinger gehen rein. Und ich glaube, wenn es bei ihm kommt, wenn bei ihm diese Knoten platzt, dass er echt durchstarten kann, dass er noch besser wird, als er jetzt. Er hat diesen Schwung genommen, den ich mir von ihm erhofft habe. Diesen Sprung hat er gemacht. Das habe ich mir echt erhofft. Den hat er hat es gezeigt, warum der Marvin nicht immer eigentlich gedacht haben, dass wir irgendwie Bock auf ihn haben. Das würde ich ihm jetzt auch gerne weiter aufbauen lassen, ohne dass man ihn jetzt nicht wieder rausnimmt, weil er jetzt halt diese Chance vergeben hat. Gacinovic ganz genauso. Vorne kannst du mit Meier und Hygota kannst du wechseln. Da gibt es Vereine, die haben es schlimmer erwischt vorne, wenn zwischen Meier und Hygota zu wechseln. Vielen geht Meier vielleicht auf den Sack. Mir auch, wenn er nicht am Spiel teilnimmt. Trotzdem ist es bei Meier ja genau das Gleiche. Du musst ihn drin lassen, weil du eigentlich die Uhr noch stellen kannst, der trifft dann eh irgendwann wieder. Also, und dann geht es vielleicht auch bei ihm vorwärts. Und er braucht genau das, was der Marvin gesagt hat. Meier braucht auch diese Kontinuität. Der braucht komplette Fitness. Der braucht Zutrauen. Der muss wissen, dass wenn er das Ding mit der Innenseite direkt nimmt, dass er es snipert und dann ist er auch wieder da. Und dann hast du meiner Meinung nach, gerade weil jetzt vielleicht Blum noch dazu kommt, vorne eigentlich genug Leute. Und das ist trotzdem nochmal, die Begründung, warum ich kein Offensivproblem vom Personal her sehe, sondern eher, was der Marvin nämlich gesagt hat, Lösungen zu finden, die quasi dadurch, dass du dich jetzt defensiver aufstellst, offensiver wieder Lösungen zu finden. Und das können vielleicht meiner Meinung nach auch mal Standardsituationen sein, die uns in der Hinrunde an einer oder anderen Stelle auch geholfen haben. Auf jeden Fall. Und das musst du auch dementsprechend erzwingen, ganz klar. Und es ist halt so, dass die Eintracht sich ja neue Gedanken machen muss. Wie will sie das Offensivspiel gestalten? Das ist aber dann auch wichtig, dass du dementsprechend die Defensivspiele hast, die den Ball von hinten nach vorne weiterarbeiten. Genau. Und auch in diesen Positionen gab es ja keine Kontinuität. Das heißt, mit Besuschkow hast du jetzt jemanden gehabt, der ja relativ neu reinkam, der die Abläufe dementsprechend nicht gut kennt. Wie arbeite ich nach vorne? Welchen Spieler muss ich anspielen? Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen was entwickeln. Und diese Zeit muss man den Jungs halt auch einfach geben. Die sind alle jung. Du kannst von einem Besuschkow auch nicht erwarten, dass er jetzt hier herausragende Bundesligaspiele eins am anderen macht. Und davor ist er aussortiert worden. Bei VfB hat es nicht gereicht. Also das heißt, die brauchen einfach ihre Zeit. Und diese Zeit sollten wir ihnen einfach auch geben, denn wir haben die 35 Punkte. Und wenn wir am Ende mit 45 Punkten hier aus dieser Saison gehen, das klingt jetzt Perspektive jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber mir wäre das in Ordnung, wenn dadurch sich einige Spiele dementsprechend weiterentwickelt haben, dass wir sagen können, hey, 2017, 18 können wir auf Besuschkow in der defensiven Mittelfeldposition festsetzen, dann ist es doch okay. Das ist leider der einzige Weg, der es geht, aber das wäre doch auch was. Das ist genau der Punkt. Und der Dennis hat es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt. Die Eintracht hat dieses Zeichen ja auch gegeben, dass sie im Winter nichts getan hat, eigentlich. Die hat dieses Zeichen gegeben, okay, das wenige Geld, was wir haben, wollen wir nicht im Winter rausballern für einen, von dem wir vielleicht nicht zu 100% überzeugt sind. Auch wenn Huschi jetzt gehen will, dann ist es blöde. Aber Huschi war eh verletzt und kann sich auch immer verletzen. Also du hast auch nichts davon, wenn du ihn zwingst, hier zu bleiben. So, dann hast du Besuschkow geholt, weil irgendwie vielleicht irgendjemand was in ihm gesehen hat. Und dann müssen wir es fällt mir sehr schwer und das ist eine Riesenkröte und die muss ich auch erstmal zerschneiden. Und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, Kröten zu fressen. Aber vielleicht müssen wir diese essen, weil... Das ist ja mal wieder Marvin sagt, dass wir uns dann vielleicht mit einem gewissen Abstand ignorieren, dass wir die Europa League hätten erreichen können, mit Glück, dass wir uns davon verabschieden, dass wir uns freuen, dass wir über 40 Punkte, dass wir ganz sicher die Klasse gehalten haben, dass wir Spieler haben, wo wir sagen, von denen erwarten wir, dass sie, wenn die im Sommer nochmal eine Vorbereitung mitmachen und
nochmal mit dem Trainer arbeiten, nochmal einen Sprung machen, wie Barkok, Gacinovic, Rebic, Gotha, Besuschkow, hinten die Jungs vielleicht, dass Abraham einen neuen anlernt, wer was weiß ich, was mit Odo Ness ist, dass du Varela vielleicht nochmal verlängerst, weil er ja eigentlich hier auch nicht allzu viel Spielpraxis sammeln konnte. Du hast Mascarell, vielleicht kannst du irgendwie einen Partner für ihn noch finden. Ja, du, Marvin, ich verstehe den Marvin nicht, hallo? Ja, Marvin, dein Mikro verabschiedet sich gerade. Auf jeden Fall, ja genau, und dass du, dann kannst du ja im Sommer noch 3-4 holen und gucken, was passiert. Und ja, mir fällt es gerade noch schwer, aber ich glaube, im Sommer mit ein paar Wochen Abstand von der Saison werde ich dann auch denken, ja gut, immer vorausgeht, was jetzt passiert, aber wenn die Eintracht die Saison einigermaßen solide zu Ende bringt, noch die ein oder anderen Highlights setzt, vielleicht bis zum Schluss doch irgendwie an Platz 7 kratzt. Und wir sind im Pokal-Halbfinale, das dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht können wir dann irgendwann, wir können mit dieser Saison dann mit Sicherheit zufrieden sein. Davon bin ich fest überzeugt. Müssen auch die Fans ihren Teil zu beitragen und nicht jetzt anfangen rumzuschreien. Ich weiß, wie schwer das ist. Mir gefällt es auch schwer. Gegen Hertha hat sich echt Hass. Aber nicht auf die Eintracht eigentlich, sondern auf den Fußball allgemein, weil er mich nervt, weil du die Uhr nachstellen konntest, weil ich wusste, wie dieses Spiel läuft. Ich wusste es einfach. Und dann, aber mein Gott, wir hatten an einer anderen Stelle auch Glück und die Fans, aber ich habe bei den Fans auch das Gefühl, dass sie es gut machen. Also die ja, sehe ich genauso. Mhm. Ja, also weil die Stimmung gegen Bielefeld war gut und da hätte ich jetzt auch wenig Bedenken, dass da jetzt irgendwie die Stimmung kippt. Ja. Ich meine, dafür hat ja auch gerade ein Kovac immer wieder das Thema bemüht und gesagt, überlegt, wo wir herkommen, wir haben ein klares Ziel, lasst uns das erstmal erfüllen. Ja, aber das, was Offizielle sagen, ist das eine, was dann die Fans draus machen, das andere. Aber ja, das ist richtig. Ich habe schon das Gefühl, dass hier ein sehr realistisches Bild auch in den Köpfen der Fans vorherrscht, dass die genau wissen, okay, wir nehmen das jetzt alles mit. Und andererseits, wir dürfen auch nicht, vielleicht haken wir Berlin jetzt mal ab, sondern wir können ja auch mal jetzt zu Bielefeld gehen. Das ist natürlich jetzt auch ein schwieriges Spiel gewesen, aber am Ende hat auch Bielefeld war doch ein positives Aufzeichen, denn wir sind immerhin im Halbfinale des DFB-Pokals. Das ist doch mal eine geile Angelegenheit, Leute. Genau, vielleicht auch da einmal kurz den Blick auf die Aufstellung. Wir haben mit einer Viererkette hinten gespielt, Chandler, Abraham, Hector, Tawata, Gacinovic war gar nicht im Kader. Gacinovic hat von Anfang an gespielt, den hast du noch nicht gesehen, weil er so schlecht war. Otschipka, Entschuldigung, ich habe mich jetzt vertan. Genau, davor Mascarell, Gacinovic und Barkok und vorne Blum, Meier und Rebic. Blum, der ja von Anfang an diesmal seine Chance bekommen hat und dann ja auch das Tor gemacht hat, wobei man da ja auch sagen muss, dass da Bielefeld, das will ich schon wieder härter sagen, Bielefeld ja auch so ein bisschen mitgeholfen hat, dass er den Ball nochmal macht, aber dann halt auch geistesgegenwärtig und kaltschnurrt sich da das Ding einfach über die Linie geschoben. Wir hatten am Ende, fand ich, Glück, dass wir uns so ein bisschen auf Radetzky und die Defensive verlassen konnten, weil ich schon fand, dass wir irgendwann so ab der 30. Minute mit dem Fußballspielen aufgehört haben. Ich fand ehrlich gesagt, dass es weniger die Defensive grundsätzlich war, sondern mehr Radetzky. Denn warum musste Radetzky so viele Dinger rausholen? Weil die Defensive nicht hundertprozentig optimal war. Also natürlich, Tawata hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, bis zu seiner Auswechslung. Das muss ich auch mal positiv hervorheben. Ich fand auch Chandler akzeptabel. Was wer mir leider erneut nicht zugesagt hat, war von der Defensivbewegung halt einfach Michael Hector. Ja. Ich glaube, wir werden leider keine Fußballfreunde mehr, wir können aber gerne Instagram-Freunde bleiben, das finde ich sehr schön. Nee, selbst das will ich nicht mehr. Ja, aber und alles, was sich nach vorne bewegt hat, war dementsprechend auch überaus schlecht, denn auch hier muss man sagen, dass natürlich die Defensive auch in der Offensive beginnt und da haben einige den Drang zur Defensive zu arbeiten vermissen lassen, auch wieder Gacinovic, auch wieder Barkok, die nicht entschieden genug in Zweikämpfe gegangen sind, Rebic auch diesmal unglücklich und bei Meier müssen wir halt auch nicht so wirklich sprechen, aber es war generell ein Tag, wo vieles nicht hundertprozentig zusammenlief bei der Eintracht, was viel Glück, viel Mühe war, aber die pure Klasse, würde ich schon sagen, hat sich da gerade noch durchgesetzt mit einem Schuss von Dani Blum. Ja, ich finde auch, dass du gegen Bielefeld gesehen hast, du hast gegen Bielefeld diese Desorganisation durch die vielen personalen Wechsel
personellen Wechsel und diese kleine Spurverunsicherung doch gesehen auch. Also du hast es gesehen und das hat mich trotzdem noch ein bisschen gewundert, weil du halt so früh in Führung gehst. Eigentlich hätte ich nämlich gedacht, dass genau so ein Moment der Eintracht guttun würde, ja, wenn die Eintracht halt mal das 1-0 macht und nicht hinterherlaufen muss. Und dann vielleicht denkt, ah, oh, Gott sei Dank. Und dann hätte ich eigentlich von dem Spiel erwartet, dass sie es mehr durchziehen. Haben sie nicht gemacht, warum auch immer. Da gab es einige Stellen, wo es gehakt hat, wo man aber vielleicht dann auch keine großen Schlüsse draus ziehen sollte, weil das ist eine Mannschaft wie Bielefeld, die waren auch sehr, sehr motiviert, fand ich. Ich fand nämlich, man muss vielleicht auch mal zugestehen, meiner Meinung nach hat Bielefeld es auch gut gemacht zeitweise. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mir ein Stück weit gut gefallen, auch wenn die natürlich in der zweiten Liga unter Ferner liefen sind. Aber die haben das in gewissen Stellen gut gemacht. Die Eintracht war nicht gut an dem Tag. Was aber trotzdem gut ist, dass die Eintracht Gott sei Dank gewonnen hat. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Was jetzt eigentlich zählt, ist der Bundesliga-Alltag. Halbfinale, man muss sich freuen. Die Nummer ist cool. Blum hat ein Tor gemacht, was ich auch toll fand. Bei ihm muss ich noch zwei Sachen anmerken, weil er wurde ja sehr gefeiert für sein Spiel. Was mich bei ihm sehr gestört hat, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ich habe gesehen, dass er sehr gute Anlagen hat. Der ist schnell, technisch ist er gut. Was mir bei ihm überhaupt nicht gefallen hat, waren 3-4 Szenen, wo er den Ball hat und da war, glaube ich, zweimal Rebic und einmal noch jemand, wo er ganz offensichtlich abspielen muss. Mhm. Und das war einmal in der ersten Halbzeit, muss er links raus auf Rebic spielen, da spielt er einen komischen Pass durch die Verteidigung, der dann irgendwie auch nicht ankam. Dann hat er noch so einen Schuss gehabt, der ans Außennetz ging, glaube ich, da musste er auch ablegen. Und das hat mich so ein bisschen an André Schöler erinnert, auf kleinerem Niveau, weil André Schöler auch so ein Kicker ist, der eigentlich alles mitbringt. Alles, Schnelligkeit, Schuss und harten Schuss und manchmal platziert. Hm. Und er ist aber auch ein Spieler, der, wenn links ein Spieler läuft, der lieber selber in die Mitte zieht und schießt. Und das ist aber eine persönliche Sache von mir. Ich mag solche Spieler nicht. Also ich mag das nicht, wenn ich sehe, okay, der will vielleicht lieber das Tor machen, anstatt zu sagen, okay, der Pass wäre besser. Und das ist aber nur was von mir persönlich. Das war die Kritik, die ich hier angekündigt habe an ihn. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass er trotzdem hat ein gutes Spiel gemacht und ist jemand, wo man denkt, okay, wenn der noch ein bisschen mehr Spielpraxis hat vielleicht, der auch jemand nämlich sein kann, der, wenn er sich mehr ein bisschen mehr reinfuchst, der die Standards vielleicht auch auf mal wieder ein Niveau heben kann, wo man wieder ein bisschen mehr Hoffnung hat, dass was passiert. Weil die Frage ist ja auch immer, eine eigenartige Schusstechnik, finde ich, und das finde ich vielleicht für Ecken sogar ganz gut. Die kam jetzt zwar noch nicht, aber also, er hat auf jeden Fall eine sehr spezielle Schusstechnik. Vielleicht kann er die noch ein bisschen ausbauen. Die Frage ist ja auch immer, in welchen Situationen oder in welchem Spielverlauf machst du halt eben solche Aktionen. Wenn die Mannschaft schon 2-3-0 führt, okay, aber wenn es halt wirklich in dem Fall, wo Kleinigkeiten entscheiden können, in einer K.O.-Runde komme ich jetzt weiter oder nicht, dann merkst du halt einfach, dass da einfach noch so ein bisschen an diesem Thema Professionalität und Erfahrung gefeilt werden muss. Aber das kann man ihm jetzt halt auch schlecht vorwerfen. Nein, das ist ja auch, aber ich finde es gut, dass solche Dinge angesprochen werden, denn es war halt nicht alles rund und wenn, nur weil er halt jetzt mal ein Tor schießt und das hat er auch gut gemacht, das will ich auch gar nicht kritisieren, das ist alles schön, aber man kann auch Dinge dann, die man selbst sieht, auch noch mal anbringen, deswegen fand ich das gut von Basti, dass er das ein bisschen erläutert hat, weil mir ist nämlich auch ein bisschen negativ aufgefallen, dass er oft oder einige Male einfach zu egoistisch gehandelt hat, aber da muss er natürlich im Zusammenspiel in dieser Mannschaft natürlich auch noch reinwachsen und auch ein Vertrauen aufbauen zu seinen Mitspielern, dass er weiß, wenn er den Pass gut spielt, dass die dementsprechend das verwerten. Insofern trotzdem positiv, Blum hat das wichtige Ding gemacht, hat sich Selbstvertrauen geholt und man muss auch unterm Strich festhalten, natürlich war es ein unglaubliches Gekicke, die Eintracht hat sich ein bisschen ins Halbfinale gegaunert oder erwurschtelt kann man glaube ich sagen, aber wir haben uns nicht total blamiert. Wir haben im Gegensatz zu anderen Vereinen, die es noch nicht mal ins Halbfinale geschafft haben, haben wir uns nicht bis auf die Hosen blamiert, sondern wir haben es ins Halbfinale geschafft. Und das ist das, was festzuhalten gilt. Auch gilt festzuhalten, dass wir in dieser Zeit ein paar Millionen Euro gut gemacht haben. Das Halbfinale im DFB-Pokal ist auch nicht verkehrt für den Geldbeutel. Das sind 2,5 Millionen Euro oder so, gell? Ja, genau. Und das ist doch mal eine geile Angelegenheit. Das ist, ich weiß, das ist für die meisten Vereine ist das ein Scheißwert. Nee, wahrscheinlich, aber für uns wäre das vielleicht nächsten Winter der Sechser, der uns dann gefehlt hat. Das ist genau das. Trotzdem, das ist genau, da kannst du dann vielleicht im nächsten Winter das Mosaiksteinchen holen, egal auf welcher Position das ist, das dir jetzt noch gerade gefehlt hat. Weil ich stelle die These auf, wenn die Eintracht Fabian ersetzen hätte können, dann wären wir jetzt immer noch da oben drin. Das ist blöd, dass es nicht so ist und das ist ärgerlich, weil du nach links und rechts schaust, wie andere Vereine das machen. Die gehen mit Spielern viel schludriger um, als wir das momentan machen und die könnten vielleicht einen geilen gebrauchen und andere holen sich 3 davon und lassen ihn nicht mehr spielen. Das ärgert einen, gut, bringt aber nichts, weil es ist halt so. Aber vielleicht, wie der Marvin es gesagt hat, man darf das überhaupt nicht unterschätzen,
dass das auch eine gute Nummer ist. Und ich hoffe, dass ganz, 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 ganz viele nach Gladbach fahren und wir das genießen, dass die Eintracht im Halbfinale ist nach 10 Jahren wieder mal. Pervers, ist doch saugeil. Wir müssen einfach mal echt mal wieder ein bisschen positiver denken. Denn hallo, Halbfinale, mega geil, ja. Da fahren wir hin. Gegen Gladbach ist ein schwieriger Gegner, aber trotzdem immer noch ein einigermaßen machbares Los. Zu Hause wäre es mir lieber gewesen. Auswärts nehmen wir es aber auch mit. Wer weiß, die müssen dann das Spiel machen, dann können wir. Das ist erst am 25.04., glaube ich. Das ist, ja, bis dahin haben wir vielleicht unser Spielsystem wieder einigermaßen gefunden, haben uns eingegroovt, auch gegen potenziell stärkere Gegner. Und wer weiß, da die Messe ist bei denen halt auch noch nicht gelesen. Und wir vielleicht haben wir ein bisschen Glück, haben uns bis dahin irgendwie auf Platz 8 oder so, tut mir leid, ich bin ein bisschen zu realistisch, auch wenn es vielleicht negativ klingt, aber ich bin so mit Platz 8 bis 10, würde ich mir eigentlich dann zu dieser Zeit, würde mir schon ganz gut gefallen, vielleicht schon über der 40-Punkte-Marke, und dann sind wir doch ganz gut dabei und schauen, wie das dann weitergeht, weil wir müssen jetzt sehen, natürlich kommen wir gleich auf Freiburg zu sprechen, aber diese positiven Dinge müssen wir jetzt auch einfach öfter betrachten, und ich weiß, vieles läuft nicht zusammen. Ich sehe, Tarasay ist kein Gewinn für die Mannschaft, muss ich sagen. Andererseits sehe ich aber auch, dass Marco Rus viel früher zurückgekommen ist, als ich es gedacht hätte. Ja, das ist doch auch mal eine feine Angelegenheit. Du hast jetzt einen Feel-Good-Moment gehabt gegen Bielefeld, dass er jetzt dass er wieder reingekommen ist. Das war ein Gänsehaut-Moment, und das sind doch Momente, die du auch im Fußball erleben willst. Hier ist jemand mit einer Krebserkrankung nach so kurzer Zeit, was war das jetzt, ein Dreivierteljahr, wieder zurück auf den Fußballplatz gekommen. Wie herausragend ist das denn? Und das bei unserer Eintracht. Also wenn wir hier von emotionalen Momenten, emotionalen Bindungen an einen Verein sprechen, dann ist doch genau das, was das Ganze irgendwie so besonders macht. Das ist doch genau das, was ein Traditionsverein unterscheidet von einem gefühlslosen Retortenclub, wo alle naslang alle 2 Jahre die Spieler wechseln. Genau daran müssen wir uns erheben und müssen sagen, stark, und das können wir zu einer Zeit machen, wo wir nicht mit dem Hals im Wasser stecken, sondern wo wir sagen, es läuft noch einigermaßen, wir haben eine Downphase, aber es kommt wieder und es wird wieder besser. Und genau das sind die Momente, wo wir auch wieder wachsen können, wo auch die Mannschaft dran wachsen kann. Einfach ein bisschen positiver die Dinge sehen. Gerade das Ding mit dem Zurückkommen von Marco Rus, ein extrem emotionaler Moment, den ich großartig fand, wo man aber auch, finde ich, so ein bisschen den Hut vor dem alten Taktikfuchs Kovac ziehen genau muss. Genau dieselben Gedanken hatte ich auch, dass eigentlich das mit dieser Russ-Einwechslung, nämlich die ganzen negativen Gedanken über dieses grottige Spiel, diesen komplett verschmutzt. Auch dieses Einbeziehen von Russ in den Kader von Anfang an meiner Meinung nach genauso geplant war und ihn sogar ja schon 2 Minuten früher bringen wollte. Er hat ja, das konnte man so ein bisschen merken, auch richtig geärgert, dass er nicht 2 Minuten früher schon eingewechselt wurde, so wie er das gerne wollte, weil das natürlich so dieser Moment war, Emotionen in die Mannschaft zu bringen, nochmal allen irgendwie zu vermitteln, hey, reißt euch zusammen, jetzt fahrt das Ding an, nicht in den letzten 5 Minuten für den Marco hier noch gegen die Wand. Das war halt von vornherein so geplant. Das denke ich auch. 100%. Fand es aber auch geil, wie Kovac, ich fand geil zu sehen, dass Kovac hat ja an dem Tag, glaube ich, beim ersten Interview bei der Auswechslung und beim Nachinterview hat er 3-mal Tränen in den Augen. Ich fand es einen coolen Moment zu sehen. Ja. Dass du auch siehst, ihm bedeutet das auch was und er ist ein emotionaler Typ und das gibt mir trotzdem auch viel Sympathie noch mehr für ihn, weil das im Endeffekt genau das ist, was der Marvin gesagt hat, das sind die geilen Sachen, das Stadion erhebt sich komplett, alle feiern ihn und er ist ein Frankfurter Junge, zumindest aus der Nähe und ja, das ist eigentlich das, worüber die Eintracht sich definieren muss, weil, wie der Marvin es gesagt hat, das Geld haben wir nicht, dafür haben wir andere Sachen und auf denen, die können wir auch stolz sein. Und dazu gehören auch solche Momente und auch unsere Fans und alles, was bei uns drumherum ist. Und wir müssen uns auch freuen, weil wir wissen, glaube ich, ein Pokal-Halbfinale viel, viel mehr zu schätzen als viele, viele andere Vereine, die sonst dort stehen. Ja. Deswegen. Und das, damit würde ich das. Ja, logisch. Ist doch geil. Und damit will ich das. Also, ich habe auch nichts mehr zu Bielefeld zu sagen, denn es ist ein Pokalspiel, das ist nie einfach. Wir haben es überstanden, aus die Maus. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Egal, was passiert, ich möchte bitte, dass die deutsche Presse mir einen Gefallen tut, haltet dem Danny Blum nie wieder ein Mikro vor die Nase direkt nach dem Spiel. Das ist ja grauenhaft, was da passiert. Warum? Das interessiert mich nicht. Sky hat ihn da interviewt und ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Ich meine, ich finde es sowieso irgendwie unmöglich, einem Spieler irgendwie, nachdem der 90 Minuten oder 92 Minuten da gerannt ist, irgendwie ein Mikro vor die Nase zu halten und zu erwarten, dass der da jetzt irgendwie geistreiche Antworten von sich gibt. Aber der war anscheinend so drüber, da kam ja nur noch Geschwurbel bei raus. Also, nee.
saublöde Fragen, noch viel blödere Antworten. Nee, kannst du nicht machen. Nicht wieder. Also man sollte wir mal nachrecherchieren. Auf jeden Fall. Muss ich auch mal nachgucken, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber ich glaube, man sollte, also Field-Interviews, also nachspielen, sollte man sowieso nochmal sich überlegen, ob das so eine gute Idee ist, gerade bei den Fußballern aktueller Generation, so gefühlt. Aber gut. Allerdings korrekt. Ja. Genau, nächster Gegner im Pokal dann, wie Marvin schon erwähnte, Gladbach in Gladbach am 25.04. meines Wissens nach wieder ein Dienstag. Mhm. Ist schon sicher, dass es dienstags ist. Es finden beide Partien am selben Tag statt. Und wenn ich mich nicht vertue, ist der 25.04. ein Dienstag. Einen kleinen Moment, ich schaue das nochmal nach. Es ist ein Dienstag. Genau. Nee, es ist ein Dienstag. Die Frage ist halt nur noch, spielen wir 18.30 oder 20.30? Okay. Mhm. Die zeigen nicht beide Halbfinals im Fernsehen, oder was? Wie dumm sind die denn? Weiß ich nicht, ob die beide zeigen, aber kannst du ja machen. Wenn das eine um 18.30 und das andere um 20.30 ist, kannst du das ja theoretisch tun. Müssen wir uns die Rechte kaufen? Ich habe gedacht, diesen Dienstag und Mittwoch. Das wundert mich jetzt krass. Dass wir, also die vermarkten doch jeden Springbrunnen, der irgendwo in unserem Stadion rum ist. Das machen die nicht, oder was? Dann wollen die das auf 18.30 stellen. Sind die blöd, oder was? Na gut. Tja. Also das scheint jetzt noch nicht ganz geklärt zu sein. Ich vermute mal fast, dass wir dann wieder 18.30 kommen und die Bayern dann halt wieder um 20.30. Das sollte klar sein, wenn die gegen. Das ist klar, wenn die gegen Lotte spielen. Ja, das war ja, das fand ich ja auch so eine Nummer, die mir für die Fans extrem leid getan hat. Da reiste irgendwie stundenlang da nach Lotte, guckst dem Mannschaftsbus noch zu, wie er eine Stunde im Acker festhängt und irgendein Landwirt kommen muss, um den Bus da rauszuziehen. Und dann wird das Spiel abgesagt wegen Wetter. Ich meine, nachvollziehbar, dass sie das Spiel nicht angepfiffen haben, aber für die Fans ist es halt schon. Das ist übel, aber hast du mal. Ey, am Anfang habe ich es nicht verstanden, weil ich nicht den Schnee so gesehen habe, aber dann hat irgendjemand eine Nahaufnahme von diesem Platz geschickt. Da habe ich gedacht, okay, sorry. Was für ein Platz? Du hast von dem Platz ja nichts gesehen. Das war so ein Matsch. Also, das war. Ich hätte es fast schon gern gesehen, wie die da drauf gespielt hätten. Ich auch, ja, aber gut, es geht aber natürlich nicht. Aber ich hätte es lustig gefunden. Ja, natürlich, aber es ist halt schon gefährlich. Also, auch die Verletzung. Ja, also. Nicht machen. Ja. Aber gut, was soll man machen? Tut mir auch ein bisschen leid, aber andererseits, so ist es. Gut, dass wir unser Spiel jetzt schon gemacht hatten. Ja, genau. Blick nach vorne, Sonntag 15:30 zu Hause gegen Freiburg. Und meine größte Hoffnung ist, dass Hector nicht auf dem Platz steht, aber ich glaube, das wird sich nicht erfüllen lassen. Nee. Tja, du hast ja leider gar keine Alternativen. Er wird wieder durchgekarrt und zeigt halt, dass die Eintracht einfach einen Mangel an Optionen hat. Ich glaube nicht, dass Russ jetzt, auch wenn er jetzt eingewechselt wurde, jetzt schon bald zu einer ganz ernsthaften Startelf-Alternative wird. Da müssen wir sehen. Vielleicht kann dann im Wechsel ein bisschen was passieren, wenn es mit Hector gar nicht funktioniert. Aber Leute, es ist auch ehrlich gesagt egal. Denn wir haben eine Mannschaft, die sich zwar finden muss, das habe ich ja schon gesagt, aber die trotzdem gewisse Qualitäten hat, und ich denke, sie hat gewisse Qualitäten, die sie zu Hause gegen Freiburg auf den Platz bringen kann. Wichtig wird nur zu sehen sein, wie können wir von hinten nach vorne agieren, wie finden wir da eine Spielidee. Da würde ich zum Beispiel auch einen Varela auf jeden Fall wieder stellen. Bei Besuchskopf bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber lass den Varela, der wird warm, der wird noch wärmer und irgendwann ist er so gut, dass er zu einer Bank da wird. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Wo würdest du ihn spielen lassen? Ja, ehrlich gesagt würde ihn fast im defensiven Mittelfeld spielen lassen. Ich nämlich auch. Ich glaube, also eigentlich vor der Saison hätte ich gesagt, dass er Chandler verdrängen soll, aber mittlerweile kannst du auf Chandler erstmal nicht verzichten aufgrund der Personaldecke. Deswegen würde ich ihn auch auf die 6. Ich würde ihn und Mascherella für 6 stellen. Sehe ich auch so. Ja. Weil er auch ballsicher ist. Ballsicher, zweikampfstark. Also ich glaube auch, dass die Position Außenverteidiger und defensives Mittelfeld viele Schnittmengen haben, sage ich mal. Es gibt viele Spieler, die beides spielen können. Luis Gustavo ist einer gewesen. Es ist Philipp Lahm hat es auch oft. Es sind, glaube ich, zwei Positionen, die zumindest ähnliche Fähigkeiten erfordern. Und Varela sollte das hinkriegen, glaube ich. Ja, sehe ich genauso. Und ich würde tatsächlich dann auch daran festhalten, an dem System und nicht mehr so viel rummachen. Also ich würde nicht sagen, okay, wenn der ausfällt, muss der andere dahin geschoben werden, dann muss ich dann da wieder ein, dass du quasi durch einen Ausfall 3 Sachen verschoben hast, sondern ich würde irgendwie probieren, so wenig wie möglich zu wechseln, weil dann das. Ich würde das probieren, dass es so ein Gerüst gibt für die Rückrunde, dass wir sagen, wir ziehen das jetzt so durch und dann
Schauen wir mal, was auf Gedeih und Verderb. Wie ist denn dann deine Aufstellung? Also würde mich mal interessieren, also wie siehst du das jetzt? Kannst du es schon absehen? Wie bitte? Kannst du schon absehen, kannst du mir schon sagen, wie deine Aufstellung lauten soll? Für Freiburg? Yes. Ja. Ja, Radetzky ist klar, nehme ich an, wo man auch mal ganz kurz nochmal, will ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich hoffe so sehr, dass wir den halten können. Das ist für mich einer der geilsten Transfers der letzten Jahre. Ja, definitiv. Radetzky ist einfach so geil für den Preis, wenn du das überlegst. Eine Vertragsverlängerung oder jetzt schon eine langfristige Vertragsverlängerung, mit dem würde ich so grandios feiern. Ja, weil er ist echt ein riesen, er ist ein geiler Typ auch, ein geiler Torwart. Ja. Also er spielt auf jeden Fall, ja, dann würde ich trotzdem, ich würde diese Fünferkette, müssen wir wahrscheinlich dann beibehalten oder was? Dass wir dieselbe wie in Berlin stellen. Wie war die, also wie war die genau auf, das war doch, nee, was war, also Hasebe hat dann auf der 6 dort gespielt, gell? Genau, du hattest in der Abwehr, ja, hattest du würde ich erinnern. Tawata, Oczypka, Hector, Chandler, Varela. Das war Berlin. Ja, Tawata würde ich vielleicht sogar drin lassen, ehrlich gesagt. Der hat mir gut gefallen, der ist auch schnell und links. Ja, ich würde vielleicht dann da tatsächlich nur, ja gut, aber dann mache ich ja das Gleiche, was ich eigentlich nicht wollte. Dass doch, wir dann Varela, wenn ich Varela jetzt auf die 6 schiebe, wie Suschkow rausmache, dann muss ich ja dann wieder jemand anders hinstellen. Kannst du Chandler? Abraham ist doch wieder da. Ja, genau. Nee, obwohl, Abraham stimmt, der ist ja noch das Spiel gesperrt. Also Oczypka wird wahrscheinlich wieder fit sein. Oczypka wird aller Voraussicht nach wieder fit sein. Hasebe ja wahrscheinlich auch. Man hat ja jetzt zuletzt gehört, dass Hasebe wieder besser geht. Und dann würde ich das schon so machen, dass ich, also ich fange auch mal hinten an, Radetzky. Ja. Links kommen wir nicht an Chandler vorbei, an Hector vorbei. Recht. Genau, Hector, Chandler und Oczypka. Dann Hasebe. Warte, ich muss ganz kurz mal, sorry, ich will ganz kurz, wo fangen wir jetzt an? Wir fangen Rechtsverteidiger außen, ganz außen an. Oder meinst du Dreierkette jetzt? Ich hätte es halt jetzt als Dreierkette gesehen. Also Chandler, was hast du, sorry, ich komme durcheinander. Aber Chandler, ist kein Problem. Chandler, Hector und dann rechts Oczypka. Denn ich hätte es schon, ja, wobei Chandler könntest du, ja, weil ich will eigentlich so ein bisschen die doppelte Absicherung, weißt du, ich will nämlich vor Oczypka dann Varela, der aber auch in die Mitte rückt, Hasebe, der ein bisschen vor Chandler aus der Mitte kommt, links hast du Tawata als vordere Absicherung und anstatt Besuschkow kommt ja Mascarell auch wieder rein, der kann ja auch wieder spielen, dann habe ich Gacinovic lasse ich drin, Revic lasse ich drin und anstatt Seferovic, jetzt wenn wir das Berlin-Spiel nehmen, werde ich Meier reinholen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was mache ich mit Dani Blum? Den müsste ich ja eigentlich auch belohnen für das Tor, was er geschossen hat, ne? Darf ich bei ihm? Ist kein Platz, ist halt schwierig. Ja, es ist schwierig, ne? Also ich finde es auch gerade ganz schwierig, hinten den Überblick zu behalten. Ich finde es ganz schwierig, was wir jetzt aufgestellt haben. Hast du Hasebe jetzt als Libero gestellt? Ja, genau. In die Mitte und dann spielt links linker Innenverteidiger Oczypka, rechter Innenverteidiger Hector. Und dann hast du Chandler und Varela auf den Außen. Genau, sorry, ich habe mich Hattest du nicht vorhin gesagt, du wolltest Varela auf die 6? Ja, deswegen, mir fehlt nämlich der dafür reinkommt. Wollte ich vorhin, habe aber mich dann umentschieden, dass er dann weiter vorne spielt, einen Tick weit, ja. Ja, weil wir haben, wenn Abraham wieder da ist, kann man das vielleicht mal andenken, aber jetzt geht's noch nicht. Jetzt müssen wir im Endeffekt diese Kette spielen, die wir eben gesagt haben. Und dann hast du, es ist schwierig, ich meine. Es ist ganz schwierig und du merkst halt auch, dass niemand dort ist. Ich würde jetzt gerne sagen, Besuschkow, aber der muss auch weiterspielen, was willst du jetzt machen? Also Mascarell ist eh klar und dann hast du dann, wenn du nämlich die hast, dann hast du ja vorne nur noch 3 Stück. Dann hast du noch Rebic, Gacinovic, Gota, das war's. Ja, und dann ist halt, muss halt. Ich weiß nicht, ob ich das dann zu Hause nicht vielleicht noch einen Tacken Offensive machen würde, Besuchskopf dann rausnehmen würde und dafür. Meier weiter vorne rein. Ich würde ehrlich gesagt Meier auf jeden Fall bringen. Ja. Ich glaube schon, dass Meier für so ein Freiburg-Ding auf jeden Fall die richtige Sache ist. Also, ich glaube wirklich, dass er. Du musst Meier bringen, auf jeden Fall. Vielleicht Meier Gothe, aber Meier musst du auf jeden Fall mit reinhauen. Ja, das. Meinst du? Ich finde es gerade ganz schwierig, durch die Ausfälle mich auch auf so eine Basis
im Kopf einzulassen, wer da alles kickt und wie du das dann im zentralen Mittelfeld machst, weil das für mich das Wichtigste ist. Und da sehe ich jetzt keinen, der uns da die Probleme löst, ehrlich gesagt. Ja, es ist einfach immens schwierig. Also ich meine, du hast sonst, guck mal hier, sonst haben wir innerhalb von 5 Minuten die Aufstellung fertig gemacht. Heute sind wir am Rätseln, weil es wirklich einfach schwierig ist, da zum einen von der Defensive heraus erstmal eine Stabilität zu erreichen, die offensiv auch noch Akzente setzen kann. Deswegen, ich würde trotzdem bei Meier bleiben, weil Meier ist in dieser Situation nicht so förderlich für das Spiel, ich weiß das, aber er hat immer noch diesen Killerinstinkt. Da müssen wir jetzt ein bisschen, das brauchen wir, trotzdem haben wir aber ja genügend Absicherung, wenn wir sagen, wir lassen Rebic auf jeden Fall wieder spielen, der dementsprechend eigentlich immer für 2 ackert, der ja unglaublich auch aggressiv in 2-Kämpfen ist und so weiter und so fort. Und Gacinovic würde ich für diese Momente der Genialität, also der hat das in sich, würde ich auf jeden Fall auch drin lassen. Jetzt mal von vorne gesehen. Und hinten musst du halt sehen, wie du es machst. Tabata hat sich die letzten Spiele auch ordentlich entwickelt. Hasebe, wenn du die Möglichkeit hast, wenn Hasebe von seinem Fieber wieder regeneriert ist, dann musst du den auch spielen lassen. Also du siehst, ein Teil stellt sich selber auf. Kein Mensch der Welt würde Hasebe zum Beispiel freiwillig jetzt draußen lassen. Wie schlimm ist das? Mit dem Fieber, weiß man da was? Wie der Einsatz gefährdet ist? Also er ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung und die Hoffnung ist groß, dass er am Sonntag, wir spielen jetzt zum Glück auch erst am Sonntag, würde es jetzt am Freitag werden, dann denke ich, er würde nicht spielen. Ja. Aber bis Sonntag, es ist halt auch Leute nur Fieber. Das heißt, seine Fitness wird vielleicht nicht über 90 Minuten reichen, aber wenn wir sagen, dass Herr Sebe zumindest die ersten 70 Minuten, der ist ja auch nicht nur als reiner Spieler da, der ist ja auch als gedanklicher Kern in diesem Spielzentrum ist er ja von großem Wert. Und das ist natürlich etwas, was der Mannschaft auch ein bisschen Sicherheit geben kann. Deswegen ist es ganz wichtig, ihn zu stellen. Und wenn du nach 70 Minuten merkst, okay, es reicht von der Fitness einfach nicht mehr, dass wir dann nachschießen können mit jemandem wie Bezuschkov. Okay. Ich hatte mir mal folgende Aufstellung notiert, die so ein bisschen alles das, was ihr gesagt habt, eigentlich vollständig ignoriert. bin ich gespannt. Radetzky im Tor. Dann so diese Dreierkette aus Očipka, Hasebe, Hector. Auf den Außen, sowohl defensiv als auch offensiv, links Tavata, rechts Chandler. In der Mitte Mascarell, Varela und davor Rebic, Ragota, Blum. Okay, das ist krass. Also dann eigentlich hast du es nämlich jetzt doch gelöst, weil im Endeffekt ist mir einer, du kannst es doch hinten so machen, dass Varela... nicht Kick, gell? Also du hast Mascarell, den habt ihr die ganze Zeit ignoriert in eurer Aufstellung. Nee, Mascarell. Ja, der hatte ja nur die 10. Gelbe. Mascarell und Varela kannst du nämlich doch spielen lassen, das stimmt. Ja, ich finde wieder, wie du es gemacht hast im Dings, finde ich eigentlich ganz cool hinten. Da würde ich mich jetzt sogar anschließen. Ist halt die Frage, du könntest im Zweifelsfall auch Rakota durch Meier wieder ersetzen, was nicht so ganz passt zu dem Punkt, wo wir davor gesagt haben, eigentlich müsstest du einen Rakota jetzt, seit ich das ja eigener Spieler ist und auch einfach mal ein bisschen Praxis braucht, halt einfach auch die Möglichkeit geben. Das ist halt die Frage, ich sehe das ja, das verstehe ich auf jeden Fall, habe ich ja selber angeprangert. Die Frage ist, ich würde auch Rigota schon versuchen, aber halt nur, wenn du dir dementsprechend sicher bist, dass du jemanden aus der Defensive rausziehen kannst und defensiv dementsprechend offensiv agieren willst. Die Frage ist halt jetzt, Meier oder Rigota, sage ich mal ganz vorne. Denn für mich ist Rebic auf jeden Fall gesetzt, Gacinovic auch, habe ich ja schon gesagt. Die Frage ist jetzt, gehe ich fest auf Rigota oder bringe ich erst Meier? Denn die Sache ist ja die, das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus. Und im Gegensatz zu Meier, den du nicht spät bringen kannst, weil dann zieht er gar nicht mehr für das Spiel, hast du bei Rigota immer noch die Möglichkeit, dass du ihn ein bisschen später einwechselst, wenn es vielleicht nicht gut läuft. Dass er dann, wenn zum Beispiel die erste Halbzeit komplett schlecht läuft oder nach 60 Minuten merkst du, Meier ist gar nicht im Spiel und wird auch heute nichts mehr reißen, das weiß man nie genau, aber dass du dann noch jemanden hast mit Rigota, den du nachschießen kannst, weiß ich nicht. Das ist ja, zeigt ja trotzdem, dass du Vertrauen in ihn hast, denn in den letzten Spielen hat er ja gar nicht gespielt, da war er nur auf der Bank. Und wenn du sagst, okay, wir wollen erstmal defensiv stabil stehen, weil die Freiburger sind auch nicht so einfach zu knacken. Wir dürfen hier halt auch nicht sagen, dass Freiburg hier jetzt so ein Durchlauferhitzer ist. Das ist schon stabil angelegt. Ne? Das wird ein ganz ekliges Spiel. Die haben in Hamburg richtig gut gespielt. Die haben halt
Ja, die haben halt gegen Dortmund auch jetzt nicht komplett schlecht ausgesehen. Das ist eine Mannschaft mit Pedersen, Grifo. Das sind halt alles Leute, die wissen schon, wo das Tor stehen, ja. Trotzdem haben wir diese Möglichkeiten und wir sollten sie nutzen. Und ich glaube zum Beispiel, und du musst ja auch auf den Gegenspieler gucken, bei Soyuncu ist ja für mich ein sehr talentierter Innenverteidiger. Ja, aber hat trotzdem der Junge, immer Bock drin. Ja. Richtig, und gegen wen hat er vielleicht noch ein bisschen mehr Bammel? Da muss ich auch überlegen. Alter, gegen Meier natürlich. Das heißt, ich muss doch sehen, dass ich so jemanden, der mit seiner ganzen Präsenz, der war mal Torschützenkönig in der Bundesliga. Ja, ich wollte gerade sagen, der Marvin hat mich gerade echt überzeugt. Wir müssen Meier jetzt auch stellen, die nächsten Spiele. Das ist immer noch Alex Meier. Man darf da auch nicht so schnell den Stab über ihm brechen, weil er jetzt mal ein paar Spiele, wo die Mannschaft eh scheiße war, nicht getroffen hat, sondern der Marvin hat recht, der muss wieder mit der Brust raus auf den Platz gehen und dann genau dieses Szenario habe ich auch im Kopf. Soyuncu denkt dann auch schon mal, der hat ihr echt viel Tore geschossen, ja. So, ich wollte es nicht unterbrechen, ich wollte es eigentlich nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann auch mit Marc Torrejon, natürlich ist es ein akzeptabler Innenverteidiger, der mal bei Kaiserslautern gespielt hat, aber der Junge, der ist auch knackbar. Und der Schwolow, das ist ein ordentlicher Torhüter, der macht seine Saison mittlerweile echt in Ordnung. Aber trotzdem, auch das ist möglich. Und ich glaube, hier hast du den Faktor Meier, der dir wirklich zum Vorteil gereichen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du Ragota aufbauen, du musst ihm das Vertrauen geben, zu sagen, okay, jetzt kannst du rein, du bist jetzt mein Mann und ich hoffe, dass du jetzt hier dementsprechend Leistung zeigst und dann ist er ab der 60., 65. Minute vielleicht meine Geheimwaffe. Und damit hast du dann schon ein Konstrukt, was du für die nächsten Spiele auch weiter durchziehen musst. Ragota immer mindestens als Backup und Meier ganz vorne an der Front, um es mal so zu sagen, denn damit kannst du auch noch einen Blumentopf, mehr als einen Blumentopf gewinnen. Ja. Ja. Weiß man eigentlich, wie lange Vallejo ausfällt? Sehr unklar momentan. Ja. Also ich habe noch nichts Definitives gehört. Ich habe mich immer wieder, wie gesagt, mich immer wieder informiert. Das scheint alles noch sehr vage zu sein. Aber diese drei Wochen hast du mindestens, aber dadurch, dass die da jetzt auch nicht so viel zu sagen, auf keinen Fall früher, vielleicht sogar noch einen Ticken länger, was natürlich auch jetzt extrem doof wäre an der Stelle. Aber müssen wir gucken. Ja. Man ist jetzt die erste Woche rum. Das ist, man darf es halt nie vergessen und egal wie oft ich es heute schon gesagt habe, der Eintracht sind auch zwei ganz, ganz wichtige Säulen weggebrochen. Das ist wie wenn Dortmund, Gündogan und Hummels genommen wird. Das ist bei uns Fabian und Vallejo. Es ist halt so einfach. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und für uns ist es noch viel schlimmer, weil wir dann keinen Bartra holen können oder so. Fertig. Der Ernst einfach so sehen. Im Chat gerade eben die Frage, ob wir Ragota nach der roten Karte für Hector überhaupt noch einwechseln können. Ja, das ist auch so. Bei Hector ist es auch wieder so, dass den nächsten Fehler, den sehe ich auch schon am Horizont, ehrlich gesagt. Tut mir leid, ich will noch nicht unfair werden, aber. Entweder halt rote oder, also entweder auf jeden Fall Karte oder halt wieder so ein Bock wie gegen Bielefeld, wo er versucht, irgendwie locker den Ball rauszuspielen und dann dem gegnerischen Stürmer das Ding quasi in den Lauf spielt. Die Dinger bringt er ja auch oft genug. Aber nun gut. Lasst uns mal tippen, Jungs. Herr Basti. Ja, Tipp. 1-1. Marvinho. Zotteliges 0-0. Nein, Quatsch. Ach, nee, wir müssen mal optimistischer sein. 1-0. Ja, gehe ich. Grausames 1-0. Ich sag, wir spielen mal wieder zu 0. Das wird nicht schön. Es gibt ein frühes Tor. Es gibt viel Gezitter in den letzten 20 Minuten, aber wir retten es über die Linie. Und dann haben wir nicht nur ein 1-0, dann haben wir nicht nur einen Sieg, dann haben wir 38 Punkte, haben uns noch mehr an den Klassenerhalt festgeklammert. Das muss das Ziel sein. Und wenn wir den Klassenerhalt sicher machen, mein Ziel sind weiterhin ganz klar die 40 Punkte. Aber auch mit 38 kannst du schon ein bisschen beruhigter schlafen und dann geht's noch relaxter. Und dann müssen wir uns einfach nicht so viele Sorgen machen. Ja. Und also, das halten sehr, sehr wichtig. Auch einen direkten Tabellennachbarn dann so ein bisschen Abstand. Genau, du hältst ihn auf Abstand und kannst hoffen, dass die anderen sich auch irgendwie Punkte abnehmen. Und du hast dann dieses Spiel in München, was ein Bonusspiel ist. Und dann kommen nämlich eigentlich, dann kommen vier Spiele hintereinander, die, glaube ich, dann komplett uns sagen werden, was Masse ist. Du spielst zu Hause gegen Hamburg, du spielst zu Hause gegen Gladbach, du spielst in Köln, zu Hause gegen Bremen. Du hast drei Heimspiele und kannst in Köln auch gewinnen. Grüße an den Axel. Du kannst aus diesen vier Spielen kannst du 9 Punkte holen und dann hast du diesen Sprung gemacht, der dich vielleicht tatsächlich da oben rein katapultiert. Kann aber natürlich auch nicht, du kannst auch nur 4 Punkte holen.
Welt. Meine Güte. Ich glaube, was die Eintracht, was ganz wichtig ist, dass die Eintracht trotzdem in diesem Modus bleibt, ey Leute, wir haben gar nichts zu verlieren. Also die sollen jetzt gar keine Angst haben, oh scheiße, wie vermasseln jetzt die gute Saison, wie vermasseln die gute Saison, sondern die sollen denken, ey, wir haben jetzt so viel erreicht, was wir jetzt, also keine Ahnung, wir haben so viel Säcke in die Wohnung getragen mit Zement da drin, dass das eigentlich hätten wir schon Rückenschmerzen haben müssen, haben wir an gewissen Stellen auch, aber die Abnahme von der Baustelle, die ist noch so lange hin, lass doch gucken, wie viel wir noch reinkriegen und wenn es nicht ist, wir werden auf jeden Fall fertig. Die Baustelle wird definitiv fertig. Lass doch gucken, ob wir nicht schon früher fertig werden und dann ein bisschen schauen können, ob wir nicht mehr erreichen. Also mein Gott, ach, das ist ja auch kann doch nicht wieder, passieren. Mein Gott, das ist ja auch schon wieder englische Woche und dann ist schon wieder das ist ja auch für die Länderspielpause schon wieder. Die Pause zwischen den zwei Heimspielen, hast du noch ein Heimspiel danach und du kannst dann endlich wieder auch Leute vielleicht wie Fabian und Vallejo sind dann vielleicht wieder da. Aber das wird auch eine fiese Woche. Du spielst am 1. zu Hause gegen Gladbach, dann spielst du, das ist der Samstag, dann spielst du an dem Dienstag auswärts in Köln und dann an dem Freitag schon wieder zu Hause gegen Bremen. Naja, hast du fast keine Zeit zur Regeneration dazwischen. Ja. Gut, aber das ist die Bundesliga. Aber es ist halt einfach so. Ne? Ich meine, andere Mannschaften haben Ähnliches zu leisten und noch mehr. Also insofern, das gehört dazu. Danach haben sie im Sommer wieder ordentlich Pause. Genau. Gibt's nicht. Eben. Gut, was haben wir denn sonst noch Aktuelles? Seferovic hatten wir vorhin schon angesprochen, ist anscheinend definitiv auf dem Weg nach draußen. Es fehlt noch die offizielle Bestätigung der Eintracht, aber so wie es alle Spatzen vom Dach schreien, scheint wohl der Wechsel im Sommer ohne Ablöse nach Lissabon fix zu sein. Ja, der einzige Punkt, der mich daran stört, ist dieser Teil ohne Ablöse. Ja, wir hatten ist halt jetzt traurig. Ist blöd, weil wir hatten bei Seferovic jetzt gefühlt dreimal die Chance, den zu veräußern. Es waren hier sogar mal Ablösungen von 12 Millionen Euro noch vor nicht allzu langer Zeit. Von denen waren auch die Rede, wo wir nicht abgegeben haben. Schade, ehrlich gesagt. Du siehst, was er jetzt danach spielerisch so gebracht hat. Ist genau der Punkt. Du weißt nie, was die danach noch bringen. Deswegen, wenn mir ganz viel Geld geboten wird. Und ich habe auch lange mit dem Axel diskutiert über Modeste. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hätte zum Beispiel Modest für 50 Millionen sofort verkauft. Natürlich. Also wenn du 50 Millionen... Danke Marvin, du bist der Erste, der es aussieht. Die drei haben mich bei 93, die haben mich wie Autos quasi übertragen angeschaut. Weil also 50 Millionen Ocken, hallo? Ja, also was jetzt, willst du jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn jetzt erreichen? Ne, also jetzt mal, ne, guck dir doch mal den Tabellenstand an. Natürlich kann das mit ein bisschen Glück jetzt der Europacup werden. Ja, das ist okay, kann sein. Kann aber genauso gut sein, dass du bist jetzt schon Tabellensiebte. Wer weiß, dass nur weil du Modest heißt es noch lange nicht, dass du nicht doch irgendwie wieder am Ende der Saison auf Platz 9 bist und hast eine schöne Position, aber die dir nichts bringt. Und dann hast du Modest, der eigentlich 50 Millionen die eingebracht hätte, sitzt dir halt trotzdem noch auf der Tasche. Natürlich hätte ich das gemacht. Du musst auch wirtschaftlich denken. Ja, klar. Natürlich. Also für mich gibt es, ja, der kann sich verletzen und dann hast du die Scheiße eher am Dampfen. Für mich gibt es ja ehrlich gesagt gar keine Diskussion. Wenn du jemanden mit diesem Wert hast, wenn du den so veräußern kannst, dann musst du das tun. Punkt aus die Mauer. Seht es auch. Aber die einzigen Vereine, die sich erlauben können, sowas nicht zu machen, sind Vereine wie Dortmund, die sagen, wir behalten Lewandowski noch ein Jahr, weil er uns in die Champions League schießt und das hat einen Wert von 25 Millionen. Da kannst du Rechnungen aufmachen. Aber die Europa League wird dir nicht so viel bringen. Ja, mit dem Unterschied, dass du bei der Geschichte damals mit Lewandowski halt auch nicht nur sagen konntest, er schießt dich in die Champions League, sondern du weißt ganz genau, dass du nach der Saison immer noch denselben Preis aufrufen kannst. Das weißt du bei Modest halt nicht. Ja, der schießt dich vielleicht dann irgendwie am Ende auf Platz 7, aber du kannst dann halt trotzdem nicht mehr 50 Millionen aufrufen, sondern bist dann halt wieder bei 20. Ja, gut, bei Lewandowski. Ich hätte mir gewünscht, stell dir mal vor, der Seferovic spielt mal eine gute Hin- und dann gibt es uns 50 Millionen Euro für Seferovic, da will ich hier Autokurse durch die Stadt machen. Ja, das ist halt genau das Ding. Also wie gesagt, ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich kann diese sentimentale Vorstellung, das kann ich nachvollziehen, aber es trifft nicht auf die Realität, die ein Verein hat. Vielleicht hat dementsprechend Köln überhaupt keine finanziellen Probleme. Für 50 Millionen hätten wir ein eigenes Stadion bauen können. Und das ist genau der Punkt. Genau darüber musst du nachdenken. Wenn du dieses Maß an Geld bekommst, aus Eintracht-Sicht, was jetzt natürlich logisch leider nicht der Fall ist, dann kannst du damit ein eigenes fucking Stadion bauen.
was das nächste Ziel sein muss, über das ihr wahrscheinlich auch noch gleich reden werdet. Denn das Stadion, wenn das 50 Millionen nur kostet und du das mit einem Spieler finanzieren kannst, dann hast du auf lange Sicht einen ganz anderen Gain, kannst du ganz anderes Geld verdienen. Und das, weißt du, nur als Beispiel, 50 Millionen, das können Top-Vereine machen. Und das Ding deswegen. Ist, meine Überlegung dann, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist, ich finde es trotzdem schade, dass es bei der Eintracht echt eigentlich fast noch gar nicht so war. Also wir haben Trapp verkauft, da hast du auch trotzdem ein unterbewusstes Gefühl gehabt, das war trotzdem zu wenig eigentlich. Mhm. Und ich sehe es irgendwie nicht, dass wir auch mal so lang. Ich würde so gerne, selbst Bremen, was ich weiß gar nicht, wen hat, Uja haben die verkauft, glaube ich, oder? Ja. Für 12 Millionen Euro. Das ist irgendwie wie verhext. Warum kann denn keiner uns mal anrufen und sagen, er will, keine Ahnung, der will Hürgota haben für 35. Dann sage ich, ja, schnell. Kommt der nächste. Also es gibt bei der Eintracht fast keinen Spieler, wo ich sagen würde, den würde ich nicht verkaufen für eine gewisse Summe XY. Ja, weil das ist ja auch unser Konzept, weil wir müssen ja sagen, das hat die Eintracht doch jetzt so angelegt. Die Eintracht ist mit dieser Kaderplanung zum Teil dahin gegangen, zu sagen, wir versuchen einige unserer Spieler dementsprechend weiterzuentwickeln, damit wir sie für mehr Geld verkaufen. Das ist der Punkt. Ja, und das ist dieses einzige Konzept, was die Eintracht fährt. Und wenn wir einen Spieler haben wie Mascarell, der jetzt eine super Saison spielt und wir haben den für ein bisschen Geld gekauft und können dann für 8 Millionen verkaufen, dann wird das so gemacht. Ja. Gibt's halt nichts. Und ich muss mich jetzt auch mal verabschieden. Macht's gut, liebe Leute. Genau, dem Marvin geht der Akku zur Neige. Dementsprechend machen wir jetzt den Rest. Du wolltest jetzt die Dummschwätzer schieben, das kann ich dir leider nicht erlauben, René. Gut. Ich muss Guido Schäfer nominieren, ich muss einfach. Ich werde auch nichts dazu sagen. Alles klar. Dann hau ich jetzt einfach ab. Macht's gut, ich wünsche euch noch viel Spaß, okay? Hau rein, bis dann. Ciao. Tschüss. Genau, dann lass uns doch direkt in die Kategorie reinspringen, Dummschwätzer der Woche. Lass uns mal auflösen. Letzte Woche hatten wir 3 Nominierte zur Auswahl. Das war einmal Bild Frankfurt für ihre Erkenntnisse zur Abraham-Sperre, Freddy Röckenhaus stellvertretend für die Dortmund-Leipzig-Diskussion und den Twitter-Account von Hertha BSC Berlin. Das war diese Geschichte, die ja während der Sendung quasi reingeflogen kam mit dieser Strategiediskussion oder Fußball-Taktik-Diskussion. Was meinst du denn, wer von den dreien gewonnen hat? Die Hertha. Korrekt, mit 46,4% haushoher Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch nach Berlin. Dafür. Genau. So, du möchtest wen nominieren? Ich möchte diesen Leipziger Journalisten nominieren, der bei Sky 90 gesessen hat, dieses Etwas, der dort seine Show abgezogen hat. Warum, habe ich ja schon in der Afterhour von 93 kundgetan. Die Leute können sich Nochmal informieren. Ich bin dabei eingeschlafen zum Teil, das müsstest du mir nochmal ausführen. Kannst du denn dabei einschlafen? Ja, du und der Axel, ihr habt so eine Einschläferte. Ich habe ja alle mit einem gerechnet, dass wir einen Shitstorm abkriegen, dass die Leute Dartpfeile auf unsere Bilder schmeißen, aber dass jemand dabei einschläft, wäre das letzte gewesen, was da war. Entschuldigung. Scheiß Leipzig. Obwohl, ja, vielleicht haben wir es auch schon zu oft gesagt, dass sich deine Einschlafung rechtfertigt. Ja. Nee, auf jeden Fall hat er sich dort hingesetzt und hat in einer Weise geredet über Leipzig, die nicht, also das war eine Werbesendung vielleicht, dieser Typ, du musst dich mal ein bisschen über informieren, der ist nicht ganz dicht auf jeden Fall und der hat dort Sachen rausgehauen wie, ja, alle Hater gegen Leipzig können nichts mehr machen, hat echt Hater gesagt. Und er wäre gerne auf der Payroll von Leipzig und Leipzig wäre ja so toll und Leipzig hätte ja auch so eine super medizinische Abteilung, da würden die Leute, die würden irgendwelche Tabletten nehmen, da nimmst du beim Essen schon ab und sonst irgendwas und dann, wenn du dich mal ein bisschen informierst, haben die in ihrem Red Bull Zentrum dort verurteilten Dopingarzt, der in der DDR Staatsdoping betrieben hat, eingestellt. Der ist auf Watzke losgegangen, hat gesagt, dass Watzke der Brandstifter ist, der hat quasi das nochmal live gesagt, hat gesagt, Watzke ist dran schuld, dass diese Krawalle da sind. Der hat bei Magath gesagt, Magath hätte 45 Sklaven unter sich gehabt früher, wenn er Trainer in Wolfsburg war. Der Typ hat auf eine unreflektierte Weise über Leipzig gesprochen. Da ist mir übel geworden und wenn das quasi die Tendenz, wo es hingeht, dann wird es ganz, 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 ganz übel. Also ich empfehle und eigentlich empfehle ich es doch nicht, diese Sky90-Sendung sich nochmal zu Gemüte zu führen und beziehungsweise zu lesen, was er dort gesagt hat. Und allgemein sich mal Bilder von dem Herrn anzuschauen. Der ist ein sehr sonderbarer Vogel. Okay. Ich google ihn gerade mal. Bitte.
schon auf deine Reaktion gespannt, wenn du diesen schönen Mantel ohne das T-Shirt unten drunter siehst. Ach, du ahnst das nicht. Das ist ein Paradiesvogel. Ach, das ist der, ja. Mhm. Okay, nee, es ist, ich bin da schon ein paar Mal über diesen Twitter-Account gestolpert und dachte schon so, huiuiui, was haben wir denn da? Ja, also der könnte, wenn er nicht Reporter wäre, würde er einen Saunaclub betreiben oder irgendwas. Dazu passt irgendwie gerade das Foto, was er da von irgendwelchen Hotelhausschuhen hat. Mhm. Ja, okay. Jo. Ja, ansonsten hast du einen für diese Woche, der gegen ihn antritt, aber eigentlich ist es egal, weil wer soll gegen ihn antreten? Ich glaube, das ist durchaus schwierig. Nee, ich habe mich wenig mit der Presse die Tage beschäftigen können. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt schlecht oder ist das gut? In dem Fall ist das, glaube ich, eher wahrscheinlich gut. Ich bin nicht dazu gekommen, viel zu lesen oder mir viel anzugucken. Von daher kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Hätte da jetzt auch keinen, den ich an dieser Stelle nominieren wollen würde. Sehr froh. Dann habe ich trotzdem noch eine Empfehlung vielleicht. Ja. Und zwar habe ich mal endlich mal, ich bin ja jetzt krankgeschrieben die ganze Zeit, jetzt kann ich endlich mal wieder Bücher lesen. Habe jetzt angefangen, das Buch zu lesen, das heißt Schweres Foul im Labyrinth des schönsten Spiels der Welt. Das erzählt die Story von so einem österreichischen, ja, nicht so ein guter Spieler, aber der irgendwann an die Wettmafia geraten ist. Und der erzählt so ein bisschen, wie seine Zeit im Knast war. So eine kleine Abrechnung mit sich selber auch. Da sind einige interessante Geschichten zu hören in diesem Buch. Ich werde dir gleich den Link schicken. Ja. Weil das auf gewisse Weise schon echt erschreckend ist, wie sowas abläuft, weil man denkt, man kann sich das ja, man weiß ja, dass es vielleicht sogar passiert, aber wenn man das mal so detailliert geschildert kriegt, schockiert das einen an der einen oder anderen Stelle dann doch schon noch ein bisschen, würde ich sagen. Das ist, ja. Ja. Will ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auf jeden Fall spannend. Okay. Ich habe es geschafft, mal in ja. den Eintracht-Krimi reinzulesen von Gerd Fischer, Einzige Liebe, was wir ja, von dem wir Leseexemplare geschickt bekommen haben. Vielen Dank dafür übrigens. Genau, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich bin jetzt auch noch nicht so sehr weit gekommen, weil ich viel jetzt in den letzten Wochen mit Arbeiten beschäftigt war, aber ich habe so die ersten 30, 40 Seiten durch. Es liest sich ganz gut an, ist durchaus spannend, also es ist so eins, ich finde immer so die ersten 10, 20 Seiten entscheiden immer so ein bisschen darüber, liest ja. man so ein Buch weiter oder nicht. Ich habe ganz viele Bücher, wo ich so die ersten 20 Seiten gelesen habe und dann dachte ich so, boah, wie hast du es geschafft, bis hierhin überhaupt zu kommen? Und das ist eher so in der Kategorie, ich würde jetzt gerne weiterlesen, aber eigentlich bin ich durch, also geistig durch und kriege da jetzt irgendwie nichts mehr rein. Von daher ganz gut. Für den Anfang, ich werde noch mal ein bisschen weiterlesen und da ein bisschen berichten. Da stehen jetzt demnächst so einige Lesetermine an und unter anderem wird am 4. Mai ein Lesetermin im Eintracht-Museum sein, wo man dann auch sich einige der Schauplätze oder eine Führung an einigen der Originalschauplätze auf dem Stadiongelände macht, weil ohne jetzt irgendwie zu viel zu spoilern, da passieren halt auch einige Geschehnisse auf dem Stadiongelände und die werden dann quasi auch in diese Lesung mit eingebunden. Also wer Interesse hat an dem Buch, ich kann es bis jetzt auf jeden Fall empfehlen. Und wer vielleicht am 4. Mai Zeit hat und gerne mal zu der Lesung im Eintracht-Museum kommen möchte, dem sei das auch empfohlen. Und er hat mir noch ein paar andere Lesungstermine geschickt, die würde ich einfach mal gesammelt mit in die Shownotes reinpacken und auch einen Link zu dem Buch. Da könnt ihr euch das mal angucken und vielleicht habt ihr Bock auf eine von den Lesungen zu gehen. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Housekeeping, sei denn du hast noch weitere Empfehlungen. Nö. Gut. Dann möchten wir danken allen Patreon-Spendern. Es ist ja ein neuer Monat und von daher ist es wieder da, Zeit Danke zu sagen. Und ich möchte auch noch Danke sagen an diejenigen, die anscheinend Daueraufträge oder irgendwas eingerichtet haben. Zumindest sind gestern zum Monatsanfang die eine oder andere Überweisung auf das Konto eingetroffen. Und daher möchte ich da nochmal Danke sagen an Stefan, Alexander, Michael, Thorsten und Emanuel. Vielen Dank an euch. Wie gesagt, die Patreon-Spender erwähnen wir jetzt hier nicht alle einzeln. Das sind dann doch eine ganze Reihe und dann bin ich jetzt hier noch 5 Minuten mit Namen vorlesen beschäftigt, aber das werden wir bei Gelegenheit auch wieder tun.
Wenn auch ihr uns supporten wollt, dann findet ihr alle Informationen unter eintracht-podcast.de/support. Das muss jetzt auch nicht zwingend finanziell sein. Uns hilft es auch schon mal ganz groß weiter, wenn ihr einfach Freunden, Bekannten, Familien erzählt, dass es uns gibt, Bewertungen auf iTunes hinterlasst oder einfach uns Feedback zu den Sendungen gibt auf Twitter, auf Facebook, Kommentare im Blog oder in unserem Slack-Kanal, der ja auch während der Aufnahmen, wenn der Livestream dann funktioniert, wie es heute ausnahmsweise mal wieder der Fall ist, dann auch mehr oder weniger stark frequentiert ist. Heute war es so ein bisschen ruhig, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass wir nicht wie sonst gewohnt am Dienstag unterwegs sind, sondern am Donnerstag, aber es ging halt in der Woche nicht anders. War ja Pokal. War ja Pokal, erfolgreich Pokal. Ne? Müssen wir nochmal anmerken. Alle nach Gladbach, ich fordere alle Hörer auf, mit nach Gladbach zu fahren. Ja, das war so ein Punkt, der hat mich am Dienstag bei dem Spiel so ein bisschen gestört, dass da nur 39.000 Menschen im Stadion waren. Ja? Also es ist klar, es ist Dienstag, es war ekliges Wetter, aber hey, es war das Viertelfinale, du hast seit 10 Jahren mal wieder eine mehr als realistische Chance gehabt, ins Halbfinale zu kommen, die wir auch genutzt haben, und dann ist die Hütte nicht voll. Also ja, fand ich auch. Das fand ich so ein bisschen traurig. Ich meine, ich muss mich da auch ein Stück weit an die eigene Nase greifen. Ich war selbst auch nicht da. Ich kann jetzt als Entschuldigung heranführen, dass ich irgendwie 200 Kilometer fahren muss und viel arbeiten. Aber ja, ist halt auch nur teilweise eine Ausrede. Jo, jo. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank für alle, die live zugehört haben. In der nächsten Woche versuchen wir es dann mal wieder in gewohnter Art und Weise am Dienstag und mal gucken, wen wir alles am Sonntag im Stadion antreffen. Vielleicht schaffen wir es dann doch mal irgendwie noch so ein kleines Video rundherum einzubauen. Mal gucken. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ein realistischer Versuch könnte im Raume stehen. Was hast du gesagt? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Sonntag, bisschen Fußball, Sonntag, Stadion, ja. Video vor dem Spiel, maybe. Maybe, baby. Maybe. Kann gut sein, wenn ich die Freigabe von meinen Ärzten kriege, bin ich da. Genau, wir versuchen den Basti immer noch schnell irgendwie fit zu spritzen und ansonsten. Freut mich. In der nächsten Woche am Dienstag in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss.